und Singles, bla bla. Diesmal haben sie andere Werbung. Ah ja. Warum geht jetzt? Ah, bremst das Haus. Yeah, erwischt. Ich halte dich, www.gott.net. Ja. Komm voraus. Trigema. Nur genug Platz. Kirchheim, Ausfahrt Kirchheim. Natürlich. Überholverbot für LKWs. Was haben wir denn noch an Schildern hier? Können wir nicht lesen. Ich halte dich, Gott, natürlich. Überholverbot. Ich habe das selbst nicht. Ich habe einen lahmarschigen Edeka vor mir. Der wird überholt und fertig. Ich habe kein Problem damit. Minus 1,5 Grad, 0 Uhr 26, Ankunft 2 Uhr 45. Infragotransport. Düterlein, Servus, mach's gut. Servus, mach's besser. Wo ist brav? Schön am Stand halten. Du kannst dich gern mit mir anlegen, aber es tut weh. Los, fein. Wunderbar. Brav. Du hast nicht erschossen, dass du den Schall verwendest. Oder du hast nicht verkauft. Das geht auch. Hasselberg kommen wir jetzt, glaube ich, ne? Rasthof Hasselberg, müsste das sein. Malzfeld, sind wir da schon vorbei, ey. Meilenwald vorbei, Knüllwald. Da haben wir Manöver gehabt. Knüllwald. Erfurt 79 Kilometer bis zur letzten Tankstelle. Das stimmt nicht ganz, weil wir nicht an normalen Tankstellen tanken dürfen. Die nächste wäre Alsfeld. Und das sind ein paar Kilometer bis dahin. Würzburg 48 Kilometer. Muss der mit seinem Kleinlaster hier, mit seinem lahmarschigen LKW überholen. Kommt zwar nichts von hinten, aber... Bleiben wir mal hinten. Vorbeikommen.
bis ich an Lichterbe rankomme, warum der jetzt plötzlich rüberzieht. Achso, ja, dann fährt einer raus, genau. Der hat ihn jetzt gerade verdeckt. Oder was? Bist du wahnsinnig? Das sind 2 Meter. Boah, Alter. Jetzt willst du überholen. Ja, jetzt überholt er mich. Homberg FC kommt jetzt. Ich gehe mal auf 85 runter. Na komm, zieh vorbei. Mag nicht. Also gut, dann eben nicht. Ich wollte jetzt. Ich war jetzt gerade auf dem Weg nach 85. Wenn er nicht will, dann hat er Pech gehabt. Kann er hinterher schleichen. So, 90 ist eingestellt. Was ist das? Au! Eine Schallspur hier. Was ist das? Wow! Und es wird nicht besser. Network CNDE 0201966. Okay. JB JB Jochen Bond oder James Bond. Verbot auf 3 Spuren. Total blödsinnig. Aber ignoriere ich. Das ist einfach so. Fax. International 46 42 29 08 06 Schweden. Okay. Okay, Hamburger Spedition, Helsingborg,
lässt gerade ein bisschen rollen. Das bringt ihm alles gar nichts, weil jetzt geht es bergauf. Ob gib Gas, komm Kollege. So wurscht, scheiß drauf. Nimm den Schwung mit. So, mein Carco Network hole ich jetzt. Aus Kassel. 410 PS Maschine. Eine Lichthupe. Okay. Kraftverkehr Nachhall. Servus. Limited Edition. DAF. Müsste das gewesen sein. Ja, ist ein DAF. Boah, da geht ein Wind draußen. Kleinen Stinker vor uns. Der zieht ganz schön auf den Berg, ne? 70 war der mindestens drauf. MAN. DGL 12 Tonnen. Was soll geil, wie viel PS der hat? 240, 280? Ich war das Mercedes, wo ich bei der Spedi hatte, Kleinlaster 12 Tonnen, hatte glaube ich so die 260 PS hatte der ungefähr. Bin mir ganz sicher, 260, 270 hatte der glaube ich. Oder 280, also was in dem Dreh. Ende. Alles klar. Überholverbot Ende. Da könnten sie in der Nacht, können sie es aufheben zum Beispiel. Von 6 bis 19 Uhr Überholverbot machen und ab 19 Uhr bis 6 Uhr Überholverbot erlauben. Also überholen erlauben. Aufheben. So Schwachsinn der Nacht, wo nichts los ist. Hält sich eh keiner dran. Mal ganz ehrlich, welcher Berufskraftfahrer fährt einen in der Nacht, wenn nichts los ist, wenn alle Spuren frei sind? Wer ist denn so dämlich und nutzt die Gelegenheit nicht? Eine einsame Ampel auf der Landstraße, keine Sau in der Nähe. Wer hält denn an? Das ist wie mit dem Baum im Wald. Wenn keiner da ist, dann hört es auch keiner.